So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir testen wieder mal Pizza. Wir sind immer noch dran, die Brezelpizza von Wagner zu testen. Ich habe beim letzten Mal ja schon gesagt, es gibt zwei neue Variationen. Es gab zwei alte Variationen und es gab Piccolini-Variationen. Die habe ich ausgelassen, aber die alten Sorten habe ich getestet und jetzt habe ich zwei Kartons gefunden, da stand neu drauf. Ich vertraue denen jetzt einfach mal, dass das wirklich neu war. Im letzten Video müsstet ihr also diese Brezel, Wagner Brezel Pizza mit Brezelrand, mit Brezelrim gesehen haben im Flammkuchen-Style. Die ist bei mir gerade noch im Ofen, weil ich das Intro für die zweite jetzt schon aufnehme. Flammkuchen-Style, also mit Weinrot, rustikal und dann aber auch neu hier mit blauem Rand, was natürlich auch super schön aussieht. Und hier auch blau, der Hüttenstyle. Hüttenstyle, da sehe ich hier wieder Weißwurst, ne? Ansonsten drehen wir es mal rum. Wir haben hier auch wieder den Nutri-Score von D. Den sage ich jetzt dazu, damit ich schlauer wirke. Ansonsten habe ich keine Ahnung, ist das halt schlecht. So, Pizza mit Brezelrand. Belegt mit Frikadellen, Bindestrich, Schrägstrich, Schweine, verschiertes, Bindestrich, Scheiben. Verstehe ich nicht. Frittierte Zwiebeln und süßen Senf, tiefgefroren. Dann haben wir aber auch noch Frischkäse, Doppelrahmstufe, wir haben Mozzarella, Senf, wir haben Senfsaat. Was ist denn Frikadellenscheiben bzw. schweineverschierte Scheiben? Habt ihr auch schweineverschierte Scheiben auf eurer Pizza? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Hier, warum man das? Hä? Hier ist eine Schere drauf. Warum sollte man das ausschneiden und sich an die Wand hängen? Das verstehe ich nicht. Also, es sind zum Teil Frikadellen, zum Teil schweineverschierte Scheiben, die hier drauf sind. Wir packen das jetzt auch mal hier aus. Gucken uns das mal an. Eigentlich fürs Thumbnail so reinhalten, riesengroß und brutal, ist das auch sehr präsent. Aber ich halte ja immer die Pizza hier. Ich mach das ja dann immer so, da geht das ja voll unter, oder? Aber da hast du alles drei. Du hast mich, du hast es und sie hast du auch noch. Packen wir mal dahin, gucken wir uns mal die Schweine verschierten, die Scheiben an, die Frikadellenscheiben. Die sind auf jeden Fall größer als gedacht, dafür aber auch weniger. Also wenn ich hier vorne drauf gucke, da ist ja so viel Scheiben drauf. Und wenn ich hier gucke, sehe ich 1, 2, 3, hier ist alles leer, hier ist eine vierte, und da ist so eine halbe, und da ist so ein Rest, also ist auf jeden Fall weniger, als vorne drauf zu sehen. Schweineverschierte Scheiben auf der Hütten-Style-Pizza, die jetzt in den Ofen, mal gucken, wie die schmeckt. So, die Hütten-Pizza ist fertig, so sieht die jetzt aus und wie sein Vorgänger auch, riecht die auf jeden Fall erstmal verdammt lecker und ist auch wieder ordentlich was fürs Auge. Guckt euch diesen schönen braunen Brezelrand an. Ihr habt wieder außen Käse und Schmelzkäse und Soße und Schmand und was weiß ich, was schön hell ist. Und ins Mittlere wird es dann orange und goldbraun. Das ist richtig toll. Das sind jetzt auch lauter kleine grüne Schnittlauch, Zwiebelchen, Gürkchen. Ich habe keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine Farbenpracht hier drauf. Denn du hast auch gelbes und du hast grünes und du hast braune Flecken. Boah. Selbst die sind richtig genial. Und du hast ja auf jeden Fall nicht nur diese Frikadellenscheiben, du hast die schweineverschiertes Scheiben. Schweineverschiertes Scheiben. Ich raff es immer noch nicht. Fürs Thumbnail müssen wir das auf jeden Fall jetzt erst nochmal reinhalten. Da ist die Pizza hier. So, das war das Thumbnail. Das riecht einfach verdammt gut. Wenn ihr gerne Weißwurst isst, dann sagt ihr sau lecker. Wenn ihr sagt, Weißwurst ist der letzte Scheiß, dann sagt ihr, pfui Deibel, das stinkt wie Sau, ne? Das kann ich alles nachvollziehen. Wir werden die jetzt erstmal schneiden. Einmal durch die Mitte. Du riechst sogar süßen Senf. Vielleicht bilde ich es mir aber auch alles nur ein. Ich habe keine Ahnung. Es riecht halt wirklich wie schön frische Brezen mit Weißwurst und süßen Senf und das so zum Essen. Wie teuer das jetzt war, ich glaube, ich bin im Rewe rumgerannt und habe gesehen, das Ding kostet fast 5 Euro, 4,50 Euro oder so. Dann hat Pupsi gesagt, ja, das können wir ja das nächste Mal mal mitnehmen, wenn wir mal wieder einkaufen gehen, wir haben eh nicht so viel Platz. Dann waren wir plötzlich im
Lidl. Und im Lidl lagen die auch im Angebot für 2,99. Und da haben wir gesagt, da warten wir nicht bis nächste Woche. Dann nehmen wir die jetzt mit. Also statt 4,50 Euro 2,99. Und das für einen so einen dicken Brummer. Das geht schon. Wir nehmen uns jetzt mal eins, wo viel Wurst drauf ist. Wo ist ein Wurst? Hier ist Wurst. Wurst ist hier am Rand. Ich beiß trotzdem jetzt mal vorne rein und guck mal nach der Wurst. Auf jeden Fall wieder super, krosser, knuspriger, aber trotzdem weicher, angenehmer Boden, der so einfach super passt. Dieses Brezelige. Bin sonst nicht so der Brezelfreund, aber ich muss sagen, es passt halt hier echt gut. Hier vorne war jetzt eigentlich wie so eine Wurstecke da, aber das Dunklere. Und hier ist direkt eine Scheibe. Hier ist direkt eine Scheibe Wurst. Wollen wir die so essen oder auf Pizza? Wenn die jetzt nicht schmeckt, aber auf Pizza, dann haben wir ja total das Fehlurteil. Wir beißen trotzdem mal so rein. Hat was von einer Bratwurst. Sieht aber aus wie eine Weißwurst. Hat was vom Bratwurstinneren, ohne Haut. Es schmeckt auf jeden Fall trotzdem irgendwie gut und bekannt. Jetzt hat es auch wieder was von irgendwie so einem Zwiebelkuchen oder einem Schnittlauchkuchen, aber auf jeden Fall irgendwas Geniales. Man kann aber hinten nur den Rand, ich sehe mal unten drunter. Der ganze Rand ist richtig, so muss das aussehen, gell? Genau, deswegen beißen wir jetzt mal in den Rand hinten. Und der bei der Pizza auch ein bisschen kleiner wird. Bei dem anderen war das so eine riesen Wurst, so ein riesen aufgeschüttetes Berglandschaft. Und hier ist es nur so ein bisschen so. Stopperl ist das nur. Aber es schmeckt einfach saugenial. Ich warte jetzt auch mal mit dem Tabasco, ich esse das Stück erst fertig. So, ich konnte das auch jetzt ganz essen in Ruhe, das Stück, weil ich eh weiß, das ist wieder nichts für die Kinder. Die Kinder sagen dann wieder, da sind Zwiebeln drauf, das esse ich nicht. Steht ja auch da, frittierte Zwiebeln, aber beim Flammkuchen-Style stand auch da mit frittierten Zwiebeln. Da hat man die aber nicht so gesehen. Und da hieß es, das schmeckt richtig gut. Das ist dasselbe. Aber weil man es sieht, heißt es, frittierte Zwiebeln esse ich nicht. Versteht ihr? Das ist das Problem. Ich habe bei der Flammkuchen-Style auch irgendwie meinen Tabasco leer gemacht. Ich hatte ja jetzt noch das rote 3er-Stufen-Tabasco. Weil das leer ist, muss ich jetzt für die Pizza immer also das Habanero-Tabasco nehmen. Stufe 4 von 5. Das Skorpion-Tabasco haben wir auch noch, aber wir müssen erstmal hier der Reihenfolge nachgehen. Und jetzt hier unser gutes Habanero-Tabasco nehmen. Ich glaube, das fand ich sowieso am besten von der Reihe, weil das schärfer ist als das rote. Aber schmeckt nicht nur so nach Seife, wie das Skorpion-Tabasco. Hauen wir uns hier wieder was drauf. So, schön geschüttet, nicht gerührt. Komm, wir knicken es schon mal zusammen. Und dann abbeißen. Komm noch raus, du Gräbel. Noch mal höher. Ui, das schwimmt ja total, ne? Da müsst ihr aufpassen mit dem Dosieren, dass das nicht zu viel wird. Also abschließend kann ich sagen, Flammkuchen-Style und Hütten-Style finde ich beide gut, würde ich auch beide nochmal kaufen. Meine Empfehlung, wer den nicht kennt, holt ihr euch mal, gerade wenn ihr Brezelfreunde seid,
gönnt euch das. Und das Habanero ist einfach das Beste von den Tabasco-Soßen. Das ist so genial einfach. Und irgendwie auch plötzlich so eine fruchtige Note halb dabei. Also nochmal einen ganz anderen Geschmack und wirkt wieder ganz anders zu dieser Brezelpizza. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.